Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Pokémon Smaragd. Ja, weiter geht's hier bei Troy. Glaube ich, so heißt der. Und ja, ich habe gesagt, ich werde mir das überlegen, wie ich den spreche. Und ich werde in Österreichisch sprechen. Wobei einmal ist denn hier aus Pokémon Blau. Wer das nicht gesehen hat, kann sich doch mal anschauen, wie ich dann da gesprochen habe. Und ja. Dann quatschen wir den gleich mal an. Mein Name ist Troy. Ich sammle selten Steine. Da gehe ich immer wieder mal auf Reisen. Oh, ein Brief? Für mich? Ja, sicherlich ist das ein Brief. Was glaubst denn du? Okay, Dankeschön. Du hast all die Schwierigkeiten auf dich genommen, um ihn mir zu bringen. Ich muss mich bedanken, ehrlich. Ich werde dir diese DM geben. Sie enthält meine Lieblingsattacke, Stahlflügel. Wow, Stahlflügel, cool. Dankeschön. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga werden. Das ist meine Meinung, weißt du? Ja, sicher. Und da wir uns jetzt so gut kennengelernt haben, sollten wir uns in unsere Pokémon-Nachricht eintragen. Ja, okay. So gut haben wir uns auch nicht kennengelernt, also. Naja, was soll's. Du musst ja auch wirklich weinen. Ja, so ungefähr habe ich den damals gesprochen. Ein Magwit. Nein, kein Magwitter. Zubat. Bad. Los, Nora! Wir flüchten vor dir. So, wir jumpen einfach hier runter. Und dann geht es schnurstracks nach draußen. Und das Zubat, das lassen wir einfach in Ruhe. Zubat. Hallo, Mann, der uns vor allem Blitz gegeben hat. Hallo, Magwitter. Was ich nicht mehr brauche. Flüchten wir erstmal. So. Ich muss das Klo. So, hier haben wir, glaube ich, schon alles erkundschaftet, oder? Ja. Ich glaube schon. Jupp. Ich glaube schon, dass wir hier alles haben. Was? So, der erklärt mir gerade, wie das allen funktioniert. Ich glaube, hier haben wir alles. Ja, Camilo kenne ich schon. So, aber ich gehe noch kurz mal ins Pokémon Center. Hallöchen, Schwester Joy. Ja, hallo, wie geht's dir denn heute, Schnuckiputz? Schnuckiputz? Ja, genau, Schnuckiputz. Willst du mein Liebling sein? Nein, danke, ich habe keine Zeit. Oh, schade. So, Mr. Brack. Ahoi! Für dich fahre ich jederzeit wieder raus. Und wo bist du hin? Gravipad City, bitte. Gravipad City soll es sein. Anker gelichtet! Pekko, mein Schatz, wir setzen Segel! Oh, die Musik ist so toll. Oh, da muss ich überall mal hin. Alter Schwede. Ahoi, wir haben in Grafipa City angelegt. Ich vermute, du gehst jetzt zu Captain Brick und bringst ihm die Devonware. Ja, so war das eigentlich geplant.
Hallo, Luftmatratze. Oh, boah, wäre das jetzt chillig hier. Einfach so. Oh, herrlich. Da raus auf mir. Whee! Aber leider geht das ja nicht. So, hallo, ihr zwei Süßen. Was denke ich dir? Pudersand. Dankeschön. Wir brauchen ganz lange, um unser Sand hochzubauen. Ja, soll ich erkämpfen? Oh, jetzt kriege ich noch eine Fliege. Ah, boah, ist das gechillt. Hallo. Oh. Videocaster? Oh, hallo Bernie. Das ist Felicia aus Metahaus. Camelo hat mir erzählt, dass du die Trainer in atemberaubender Geschwindigkeit aussuchst und besiegst. Ich denke aber nicht, dass ich gegen dich verlieren werde. Ich werde meine Arena wieder aufbauen. Dann steht deine Herausforderung nicht im Wege. Du bist auch bestimmt genauso ungeduldig wie ich, nicht wahr? Jupp. Yep. Also so, Felicia. Wann komme ich zu dir? So, jetzt machen mich hier erstmal die Trainer unsicher. Hey! Ich habe meine Anker in vielen Hälften der Welt geworfen, aber Graviport City ist da schön zu haben. Jupp. Yep. Das sieht so aus. Boah, hier so viele Liegen und so viele Luftmatratzen. Dit, Wingal. Los, Nora. Kratzer. Oh, der ist schneller. Wow, das war sehr gut, Snora. Aber leider musst du jetzt wieder eine Runde aussetzen. Wann entwickelt sich Snora? Ab Level 16 oder 18? Ich weiß gerade nicht genau. Mascholo. Ja, Mascholo setzen wir jemand anders ein. Und zwar unser Sweetie Paraline. Du schaffst es! Mach es fertig! Nein, du wirst sie besiegen! So, Konfusion! Doch, mein Trasler ist stark! Trasler! Ja, bitte! Ja, Silberblick! Mit Silberblick kannst du nichts machen gegen mein starkes Sweet Para! Mascholo, Mascholo! Sag ich's doch. Du bist der Beste. Ja, du bist der Beste hier in diesem Land, in der Kiste. Oh yeah. So, was haben wir denn hier? Tipps für Trainer. Pokémon im gleichen Level haben nicht unbedingt identische Statuswerte. Pokémon, die von Trainern aufgezogen werden, wachsen schneller als wilde Pokémon. Ja, das ist klar. Tick-tack, tick-tack. Was soll denn dieser breite Zauber? Aber ich sammle zusammen mit meinen Zickplatzen Müll am Ufer ein. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangen in den Flüssen, aus denen wir unser Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Wasser, bekommen wir den Schmutz wieder zurück. Ja, das ist klar. Boah, ich verdrück mich jedes Mal. Hey, mein Daxi hat ein Item. Item. Nehmen. Supertrank. Ja, gut, gehen wir mal hier hin. Oh, ich kann hier nicht weiter. Ein Doppelkampf. Kämpfen mit mir. Ich kann nicht mehr meine Twinkleute ab. Okay. Boah, ich geh kurz mit dir hier. Hey, was ist los? Ja, ich hab zu viel gefressen. Ja, dann friss nicht so viel. Meryl! Meryl! Snora! Kratzer auf Meryl. Und Sweet Para. Konfusion auf Meryl. Los, Snora! Schaffst es! Oh, ist nicht so. Ich lieber Winkel angreifen sollen. Aber dafür ist Meryl jetzt verwirrt. Meryl! Meryl! Meryl? Oh, kacke.
So, Snorra, da setzen wir jetzt Sumpfmann ein. Und du machst Konfusion auf Merrill. Los, Sumpfmann. Du schaffst es. Oh, Merrill, bitte. Jawohl. Nein, ich bin Merrill. Ja doch, dann Merrill. Der Merrill war böse. So, Tackle auf Wingull und... Oh, oh, Flügelschlag ist Flügelschlag ist sehr böse. Snorra! Flügelschlag ist wirklich böse. So, Tackle. Und Kratzer. Mein armes Vitupara und hier ist nirgendwo weit und breit ein Pokémon Center. Das finde ich nicht schön. Aber das auf meiner Reichweite 15. Versuch Geduld. Ja, was machen wir mit Geduld? Ja, muss er sowieso trotzdem so lange warten. Also Geduld. Nein, danke. Nein, ich will Geduld nicht erlernen. Hallo. Ja, Geduld nicht erlernen. Ich brauche kein Geduld. Verdammt in mir. Ich wusste, wir können nicht gewinnen. Du Blödmann. Oh nee, nicht schon wieder eine. Ich bin so durstig. Ich könnte im Strandhaus etwas Trudel kaufen. Okay, das ist ein Kleinkind. Ja, ich habe sogar eine hohe Stimme. Nee, ich hab doch was anderes geredet. Na, 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 na. Tick-Tack, Tick-Tack. Katzers Nora. Oh nein, scheiße. Ich brauche eine andere Pokémon und zwar brauche ich Sumpfyman. Das Vipara kann ich nicht tauschen. Ich werde dann in der Zwischenzeit, glaube ich, mal kurz ins Pokémon Center gehen und mich heilen. Aber dieses Zickzack ist verdammt schnell. Oh nee, nicht Heu. Oh. Warum setze ich jetzt Heule ein? Nee, mich immer verklicken muss. Danke. So, Aquaknarre. Der Günther. Willst du noch mal mit mir kämpfen, wenn ich keinen Durst mehr hab? Okay. So, ich brauche ein Pokémon Center, Mr. Brack. Ja, ich schneide es kurz raus. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Pokémon sind geheilt. Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal hier rein. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Besitzer des Strandhauses. Du kannst Mr. Mari zu mir sagen. Heiße Pokémon-Kämpfe zuzusehen, liebe ich über alles. Zeig mir, wie heißt dein Herz, Loder. Wenn du alle Trainer besiegen kannst, werde ich dich belohnen. Okay. Hallo. Ho, wenn du Lust auf einen heißen Kampf auf hoher See hast, findest du keinen loderen Trainer als mich. Okay, du bist also der loderndste Trainer hier auf diesen ganzen, auf dieser ganzen Hafengegend. Sehe ich das richtig? Ja, das siehst du vollkommen richtig. Na gut, dann Kratzer, Snorra. Bubbles, Bubbles. Ah, jetzt müssen wir wieder warten, dann können wir jetzt irgendwas anderes auch klicken. Also egal. Snorra. Kratzer. Das Wingull werden wir doch schon fertig machen, oder Snorra?
Bummels, Bummels. Jawohl, Level 15 erreicht. Das gefällt mir. Mascholo. Ah, für Mascholo, dann nehmen wir natürlich unser Sweet Para ein. Dann hast du auch Level 15. Ich gratuliere. Ha, Jindus wirst du dich ankämpfen können. Aber Leute, das werden wir jetzt in der nächsten Folge machen. Also, bis dann. Haut rein und ciao, ciao.